Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur Sendung Info an diesem tief verschneiten Freitag. Wir schauen zusammen auf die heutigen Schlagzeilen aus der Region. Eine dicke Schneeschicht überzieht das Sendegebiet und führt zum Chaos auf den Strassen. Wir haben mit den Verkehrsbetrieben geredet. Nach dem jüngsten Skandal, die reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn verabschiedet einen Plan zum Schutz vor Machtmissbrauch, der häufig als Start für einen sexuellen Missbrauch gilt. Mit einem Solidaritätsverkauf sammelt Pro Junior Arc Jurassien Geld für die, die es nötig haben. Wir sind vorbei, schauen. Die einen freut es, die anderen weniger. Der viele Schnee. Und er sorgt auf der Strasse für ein ziemliches Chaos. Dass er angesagt war, ändert daran nicht viel. Bei der Berner Kantonspolizei sind von gestern Mittag bis um 6 Uhr heute Freitagmorgen 128 Meldungen eingegangen. 19 davon im Seeland und Berner Jura. Auch die Verkehrsbetriebe Biel mussten sich vom Wetter geschlagen geben. Ein Beitrag von Simon Kauer. Gestern ab den 10 Uhr am Abend sind die Busse zu Biel nicht mehr gefahren. Schon am späten Nachmittag hat der anhaltende Schnee für Verspätungen gesorgt. Der Stefan Wirle, Mediensprecher der Verkehrsbetriebe Biel, erklärt, wieso sie den Betrieb eingestellt haben. Also die grössten Probleme waren, dass natürlich der Zustand des Strassenbelags immer schwieriger wurde. Also es ist glitschig, es hat Schnee, es hat Eis. Und das heisst, dass man auch nicht mehr schneller fahren kann. Man kann fast nur noch im Schritttempo fahren. Und was zusätzlich schwierig war, ist, dass zum Teil viele Autos die Strasse versperrt haben, die ungenügend ausgerüstet waren für den Winter. Wie das Bieler Strasseninspektorat schriftlich mitteilt, sagen die Räumungsfahrzeuge gestern oben wie der restliche Verkehr im Stau stecken geblieben, was zu einer Verzögerung der Räumungsarbeiten gesorgt hat. Für die Leute, die nach den 10 am Abend am Bieler Bahnhof auf den Bus gewartet haben, hat es dann aber gleich noch eine Extrafahrt gegeben. Wir haben realisiert nach dem 10, dass es noch zahlreiche Passagiere hat, die am Bahnhof Biel warten auf einen Transport. Und wir haben kurzfristig beschlossen, dass wir mit drei Bussen weiterfahren und die Leute in die verschiedenen Quartiere von Biel haben transportiert, dass sie sicher sind heimkommen. Um die 6 Uhr am Morgen sind dann die ersten Busse wieder gefahren. Die Lage hat sich dann im Laufe des Tages weiter entspannt, dass bis auf die Bergstrecke Richtung Romont am frühen Nachmittag alle Busse wieder gefahren sind. Der viele Schnee ist auch für die Eisbahn Paradise zu Biel eine Herausforderung. Heute Freitag hat sie aufgehen. Die Eröffnung mussten die Verantwortlichen jetzt aber verschieben. Es hat viel Schnee auf dem Eis. Ursi Grimm. Es ist eine rechte Schneeschicht, die es über Nacht auf der Eisbahn vor Bieler Esplanade gegeben hat. Und die muss jetzt fort. Der Organisator Sascha D'Antonio tut die Leute vom Zivilschutz anweisen, die beim Aufbau und beim Schneeraum helfen. Alle lachen eigentlich, haben Freude ab dem Schnee. Aber es ist natürlich für uns im Endspurt schon noch ein bisschen eine Herausforderung. Es ist ein Kraftakt. Den muss man wegbringen, den muss man irgendwo her tun. Und das geht halt nicht so schnell. Und wir müssen auch pressieren. Es ist auch ein Kampf gegen die Zeit, weil wir sind am Schluss von unseren Vorbereitungen. Und das Timing ist eigentlich nicht mit Schneeraum im Endspurt eigentlich definiert gewesen. Also von dem her müssen jetzt zusätzliche Stunden gemacht werden. Und das ist effektiv nicht im Plan gewesen. Im Stadtrat gestern Abend hat es einen Vorstoss gegeben, um zu prüfen, ob und wie die Stadt Biel die Eisbahn künftig unterstützen könnte. Möglich wäre eine Defizitgarantie bei schlechtem Wetter oder zu hohen Strompreisen. Es ist schon eine Zusicherung, dass man in Zukunft das Paradise sich nicht immer wieder fragen muss, kommt es wieder, kommt es nicht. Für die Leute ist es zwar schon sonnenklar, dass es immer wieder kommt im Winter, aber wir wollen natürlich auch, dass es am Schluss für alle stimmt. Und aus diesem Grund muss ich sagen, es hilft schon. Es hilft schon zu wissen, dass alle die gleiche Sprache reden. Mit den wärmeren Temperaturen, die ab dem Sonntag vorgesehen sind, löst sich dann für die Eisbahn auch ihr Schneeproblem auf. Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bern-Jura-Solothurn trifft Massnahmen gegen Machtmissbrauch in ihrer Institution. Machtmissbrauch ist die Basis für sexuelle Übergriffe, die es in der Vergangenheit im kirchlichen Umfeld immer wieder gegeben hat. Für das die Kirche ein sicherer Raum kann sein, hat die Kirchengemeinde einen Schutzplan auf die Beine gestellt. So sollen die Mitarbeitenden regelmässig Schulungen in der Gewaltprävention machen und ihr Verhalten reflektieren. Aber warum ist das vor allem in der Kirche wichtig? Ein Beitrag von der Ursi Grimm. In der Kirche sind es nicht nur interne Hierarchien, die Machtmissbrauch fördern. Manchmal wird auch der Glaube benutzt, um Menschen zu manipulieren.
Dann redet man von spirituellem Machtmissbrauch. In ganz schwierigen Fällen wurde oft auf das Leiden Jesu hingewiesen und gesagt, schau, Jesus hat gelitten und so musst du jetzt auch Dinge erdulden. In der Seelsorge und Kinder- und Jugendarbeit entsteht schnell Nähe und dort sei Vorsicht geboten. Das neue Schutzkonzept soll noch klarer Beispiele aufzeigen, wie man sich in einzelnen Situationen verhalten kann, um nicht als übergriffig wahrgenommen zu werden. Zum Beispiel im Umgang mit Schutzbedürftigen, mit betagten Kranken kann man als Seelsorgerin die Hand anbieten, aber sollte sie nicht einfach ungefragt auf die Hand der anderen Person legen. Ein detaillierter Verhaltenskodex soll in Zukunft Klarheit und Sicherheit schaffen. Ein Solidaritätsverkauf wichtiger denn je. Der Verein Pro Junior Arc Jurassien, früher Pro Juventute, hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie ihre traditionelle Solidaritätsaktion zum Jahresende wieder aufnehmen. Der Grund, die Nachfrage nach finanzieller Unterstützung, ist deutlich angestiegen. Eine Reportage von Angèle Siegenthaler und Lukas Seidler. Bonjour! Die Schülerinnen und Schüler gehen St. Immer von Tür zu Tür. Sie sammeln Geld für den Verein Pro Junior, bekannt auch unter seinem ehemaligen Namen Pro Juventute. Das traditionelle Briefmarkensammeln ist passé. Heutzutage verkaufen sie Tee und Schreiber. Seit 100 Jahren engagieren sich Schulklassen und sammeln Geld für Familien in Not. Bevor sie losgehen, erklärt der Generalsekretär des Vereins den Kindern das Ziel dieser Kollekte. Die Familien haben verschiedene Hintergründe. In ihrem Leben hat es komplizierte Momente gegeben, vielleicht einen plötzlichen Todesfall oder Arbeitslosigkeit, die ihre Finanzen aus dem Lot gebracht haben. Das Ziel ist es, dass ihre Kinder trotzdem ihre normalen Aktivitäten machen können, sei das jetzt Sport, Tanzkurs oder Theater. Bevor sie losziehen, machen die Kinder ihr Verkaufskit parat. Mehr als 8% der Bevölkerung in der Schweiz ist von Armut betroffen. Und der Jurabogen ist da keine Ausnahme. Die Lebenskosten sind in den letzten Jahren gestiegen und die Kaufkraft ist gesunken. Seit 2021 ist die Nachfrage 30% grösser geworden. Das ist viel. Die Armut in unserer Region ist real. Darum braucht es eine gewisse Solidarität. Die Solidarität versteht die Schülerinnen und Schüler gut. Im ganzen Jurabogen sammeln sie im Schnitt zwischen 230 und 250'000 Franken pro Jahr für einen Verein. Seit Corona ein bisschen weniger. Fast 4'000 Familien können davon profitieren. Au revoir, bonjour. Die Dubai-Schocke aus Milchschocke und gefüllt mit Pistache-Creme ist im Moment im Trend. Sie hat die sozialen Medien erobert und auch der Schweizer Schocke-Ries Lind ist auf den Zug aufgesprungen. Eine süße Versuchung, die auch in unserer Region ein grosser Erfolg ist. Ein paar Konfiserien haben jetzt sogar angefangen, die Schocke selber zu produzieren. Louis Bögli. Die Dubai-Schocke erobert die sozialen Netzwerke und unsere Redaktion. Kross, ein bisschen fruchtig. Nach gut einem Monat ist Dubai-Schocke immer noch gefragt. Es ist relativ schwierig, so eine Tafel zu finden. Das hier ist eine Nachmachung. Die Süßigkeit mit Pistazie ist überall, auch in den Bieler Strassen. Die Confiserie Progin macht sie sogar selber. Die Nachfrage ist so gross, dass sie ihr Lager dreimal pro Woche auffüllen muss. In der Altstadt hat der Schokoladier von hier die Schocke nicht. Sie macht ihn aber neugierig. Die Textur ist gut, ein bisschen kross, aber ich finde die Schocke und Mantel liegen ein bisschen zu dick. Bis jetzt hatte ich nur einen Kunden, der gefragt hat, ob ich so einen Schocke mache. Also nein, ich spüre nicht wirklich eine steigende Nachfrage. Wir haben überlegt, ob wir so einen Schocke vielleicht für das Weihnachtsgeschäft machen, aber wir wollen uns lieber auf unsere Spezialitäten konzentrieren, die gut funktionieren. Die gleiche Situation treffen wir in dieser Schokolaterie in Courtlachy an. Hier gibt es zwar ein paar Pralinen mit Pistazien, eine Dubai-Schocke hingegen sucht man vergeben.
Es geht eigentlich noch. Ich habe schon andere probiert, wo mir weniger zugesagt hat. Die ist eigentlich noch gut. Le délire qu'on a fait pour une plaque de chocolat fourré pistache. Ich verstehe nicht wirklich, wieso man so einen Hype wegen einer Schoki mit Pistazien macht. Ich habe das Gefühl, dass der Hype nur da ist, weil es aus Dubai kommt. Ich glaube, man könnte etwas Besseres als da machen. On fait un tel brouhaha. Après ce que j'ai goûté, pour moi, on peut faire bien meilleur que ça. Die beiden Schokolatiers, die wir befragt haben, schliessen nicht aus, dass sie mal selber Dubai-Schoki machen wollen. Für Sébastien Langel kommt das darauf an, ob der Trend weitergeht. Und das ist in der Schoki-Welt noch lange nicht sicher. Vor ein paar Jahren hat es einen Schoki gegeben, Ruby, der etwas rosa war. Das hat man auch als Revolution im Schoki-Sektor angeschaut. Aber in der Schweiz hat sich das nie so etabliert wie die normalen Sorten, die dunkle, weiße und Milchschoki. Die Schoki-Produzenten aus der Region sind von der Dubai-Schoki also noch nie überzogen. Wenn es ihnen anders geht, dann gibt es immer noch die Alternativen, die dann aber auch fast 20 Franken kosten. Und wie immer am Freitag gibt es auch heute ein Interview bei uns im Studio. Gast beim Roland Itten ist der abtretende Bieler Stadtpräsident. 14 Jahre lang ist er regelmässig hier bei mir im Tisch gehockt. Unser Stadtpräsident Erich Fehr. Am 31.12. tritt er, wir wissen es alle, zurück. Und wir reden kurz ein bisschen über seine Vergangenheit in den letzten 14 Jahren. Wie einfach es im Fall Macht abzugeben und in der Bio sieht 2050. Das war bereits wieder mit dem Wichtigsten vom Tag. Und wie immer findet ihr noch mehr regionale Informationen auf unserer Newsplattform aschuch.ch. Und heute ist wieder Eishockey angesagt. Und wir übertragen ab 7:30 live das National League-Spiel zwischen Fribourg-Gottero und Lausanne. Ich sage merci vielmals für euer Interesse und Zuschalten und wünsche euch ein schönes Wochenende im Schnee mit hoffentlich wenig Pflotsch. Ade miteinander.